Servus zusammen und willkommen zurück zu unserem Projekt Big Farm hier auf Neubartelshagen. So, wir sind mit unserem Fendt unterwegs, denn wir hatten ja einen Auftrag entgegengenommen, hier diese Wiese zu mähen, Ballen herzustellen und das Ganze zum Viehhandel zu bringen. Der Fendt wird hier also schön jetzt vor sich hin mähen, der gehört ja uns. Und anschließend haben wir da drüben unsere Gerätschaften stehen, nämlich bereits den Ballenwickler und auch schon den Ladewagen. So, hier geht's weiter. Dann bringen wir den auch schon mal in Position. Während in unserem anderen Auftrag der Drescher gerade meldet, dass 80% seines Tanks voll sind. So, da schauen wir nämlich auch gerade mal schnell rüber. Bingo, zack, da ist er. Und an der Stelle werde ich den jetzt auch wieder übernehmen. Und in Kürze müsste auch gleich unser JCB wiederkommen, der nämlich auf die erste Fuhre weggebracht hat. So, wir fahren jetzt hier lang. Und dann werden wir hier einmal schon mal um das Grünfeld hier herumfahren, um dann nämlich, ja, schon mal wieder so ein kleines Vorgewende zu haben. Und rechts oben kommt ja die Lohndienstleistung auf 17, das ist hier, ist zu 53% abgeschlossen. Also, wie gesagt, die erste Ladung hat der JCB bereits zum Farmer Market gebracht und abgeladen. So, dann fahren wir jetzt einmal hier einmal rum, werden auch den inneren Teil hier. Aber auf der anderen Seite ist er ja gleich voll. Das heißt, das werden wir gar nicht mehr schaffen. Dann fahren wir einfach schon mal hier raus und bringen den in Position für unseren JCB zum Entladen. So, und bis es dann soweit ist, gibt es ein kleines Break hier, denn ich möchte euch schon mal auf was hinweisen, denn in Kürze werdet ihr auf meinem Kanal eine neue interessante Sportart sehen, die ich auch privat spiele. Also, bis gleich, nach einem Spot geht's weiter. If you dream of something long enough, can you make it a reality? Where around every corner lies tradition and perfection. Where every tee is yours, and the majors, yours to win. Yeah, we built that place. The place you've been waiting for. The only place to experience it all. Ja, da sind wir wieder. Der Case wird hier gerade noch abgetankt. Und wir werden jetzt hier das Vorgewende fahren. So. Und ihr habt das ja im Trailer gesehen. Es geht um Golf. EA Sports bringt wieder ein neues Golfspiel heraus. In wenigen Tagen ist es soweit. EA Sports PGA Tour, Home of the Majors. Und da ich ja privat auch Golfspieler bin, habe ich dieses Spiel bereits geordert. Und am 2. müsste es eigentlich soweit sein, für die im Vorverkauf sozusagen die Pre-Order gemacht haben, bekommen dann das Spiel und dann lege ich hier auch gleich los. Und wer sich dann ein bisschen für Golf interessiert, ist dann hier bei mir absolut richtig auf dem Kanal. Ansonsten findet ja auch parallel eben dieses Turnier statt. Im Augusta National findet dann eben das Masters statt. Das ist das erste Major des Jahres. Auch im Golfsport gibt es ähnlich wie im Tennis 4 Majors. Die US Open, die British Open, die PGA Championship und in der Regel ist immer das erste, das Masters. Das ist übrigens das einzige der 4 Majors. Entschuldigung, da musste ich jetzt einen kleinen Schnitt machen. Ich hatte jetzt ein bisschen eine Niesattacke und da wollte ich euch jetzt nicht unbedingt dran teilhaben. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Zum einen hier natürlich am Dreschen. Und zum anderen an den Informationen zum neuen Spiel EA Sports PGA Tour. Und genau, das Masters, das jetzt am kommenden Wochenende stattfindet, ist das Turnier der Majors, das immer auf demselben Platz stattfindet, nämlich auf dem Augusta National. Das Turnier, das hier, beziehungsweise das, den Platz, den ihr da im Trailer gesehen habt. Ja, das dazu. Und in wenigen Tagen ist es also soweit.
dann gibt es dieses Spiel. Und da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf, weil es ist jetzt schon einige Jahre her, dass EA Sports hier ein Golfspiel herausgebracht hat. Und das wird definitiv auch von der Grafik her, vom Karrieremodus und Ähnlichem, eine sehr interessante Sache. Auf jeden Fall für jeden, der sich für den Golfsport interessiert. Okay, jetzt kommen wir aber wieder zurück hier zu dem Thema mit unserem schönen Drescher, dem Landwirtschaftssimulator 22 hier. Und das Vorgewende haben wir jetzt hier abgearbeitet. Jetzt überlege ich gerade, fahren wir auf der Seite weiter oder auf der? Nö, dann machen wir doch Folgendes. Wir gehen jetzt hier oben, fahren noch einmal runter und dann haben wir auch hier vorne ein schönes Vorgewende. Und dann kümmern wir uns nämlich noch um die Ballen der Mäher oder Fendt mit dem Mähwerk, der müsste eigentlich soweit durch sein und dann können wir nämlich beginnen, die Ballen auf dem anderen Feld zu wickeln. So. Ja, ich habe ja auch mittlerweile das Göweil DLC heruntergeladen mit den Wicklern. Und auch den ersten Wickler schon mal angetestet in unserem anderen Projekt, nämlich Neumini-Brunnen, die Alpenmap. In diesem Projekt werden wir mit Sicherheit dazu kommen, dass wir, wenn wir Mais-Silage bzw. Maishäcksel gut machen, dass wir hier mit diesen stationären Wicklern mal arbeiten werden und dann eben aus Häckselgut Ballen produzieren. So. Den Kollegen bringen wir schon mal gleich auf die andere Seite. Mit dem coolen Krampe-Anhänger. So. Dann können wir auch schon mal gleich mal ein bisschen wieder abtanken. Denn der Krampe hat ja jede Menge Platz. Dann können wir auch mal ein Zwischenüberladen durchführen. So. Und gleich müsste eigentlich der Case, der Tank leer sein. Jupp, okay. Dann lassen wir hier den JCB erstmal stehen und wenden uns dem Wickeln zu. So, ich bevorzuge ja immer ganz gerne hier die Fast Bail. Muss gerade mal schauen, automatische Ablage abschalten. Nö, natürlich nicht. Weil das Schöne ist eben, da kann man dann einfach durchfahren. Und er wickelt fröhlich fleißig vor sich hin die Ballen. Natürlich ist es abhängig von der Größe des Schwads, wie schnell er dann fährt. Deswegen haben wir jetzt auch gerade mal knappe 9 km/h. Aber wie gesagt, das Gute oder das Schöne finde ich hier, dass man eben durch diese Doppelkammer-Technologie nicht anhalten braucht beim Abladen bzw. beim Überladen. Man kann also hier durchfahren. Und das Tempo wird eben dann automatisch bestimmt durch die Menge, die hier in die Tanks laufen. So. Und das funktioniert. Ballen ist abgeladen. Sehr schön. Dann schauen wir mal, wie viel Ballen wir dann auch wirklich brauchen. So, 73% auf Feld Nummer 17. Dann werden wir mit Sicherheit den einen oder anderen Ballen auch mitnehmen und nicht verkaufen, denke ich mal. Das wird uns mehr bringen, wenn wir den dann zu uns bringen und eben dann als Silageballen in die BGA werfen. Ja, und danach steht natürlich an, dass wir unsere große, große Wiese, die wir haben, die jetzt auch erntereif ist, dann natürlich
auch abernten und dort werden wir auch Silageballen herstellen, damit wir kontinuierlich Ballen für unsere BGA haben. Und das Ganze, das Feld, das Grasfeld werden wir dann anschließend mit Gärresten aus der BGA düngen. So. Sehr schön. Ja, wie geht's auch weiter hier bei mir auf dem Kanal? Wir werden natürlich weiterhin hier den Landwirtschaftssimulator spielen mit den zwei Projekten Big Farm und Neu-Mini-Brunnen, unsere Alpen-Map. Dann zukünftig sehr, sehr viel, muss ich einfach sagen, werden wir mit Sicherheit sehr, sehr viel Golf sehen mit EA Sports PGA Tour, Home of the Majors. Und natürlich wird es auch noch ein bisschen Division geben, weil da kam ja auch vor einigen Wochen, ja, ein Update und entsprechend neue Missionen und die will ich jetzt dann auch mal die Tage anzocken. Ging ja nicht durch Krankheit, das ist gerade eben meine Grippe da dazwischen gekommen. Auch das werden wir dann die nächsten Tage, Wochen dann auch machen, nämlich wieder ein bisschen The Division 2 hier bei mir auf dem Kanal zocken und das alte, ja, Friday-Wochenend-Play aufleben lassen. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze hier entwickelt. So, apropos wickeln, er wickelt fleißig vor sich hin und ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, der Drescher ist noch nicht voll, sonst hätte er sich gemeldet. Wir werden aber trotzdem mal schauen und dann machen wir erstmal den Tank voll, damit er nochmal wickeln kann in Ruhe. So, werden wir trotzdem mal schauen. Okay. 68%, okay, da haben wir genügend Luft. Ja, da können wir ihn laufen lassen. So, habe ich tatsächlich oben eine Bahn übersprungen? Naja, okay, wir sind ja jetzt im Moment unterwegs mit 9 km/h, weil das hier eine große Schwad ist. Jetzt fahre ich mal hier rüber und die ist ja etwas dünner. Und dann müsste er dann eigentlich etwas flotter fahren. 13 km/h, 14 km/h. 16 km/h. Also ihr seht, da nimmt er dann doch ganz schön flott das Material auf. Und ich hatte ja das Thema auch schon in der letzten Folge kurz angesprochen, dass ich da so irgendwie das Gefühl habe, dass wenn man mit dem Mähwerk hier an den Feldrändern vorbeifährt, dass dann das Mähwerk sozusagen als Feldgestaltungs-, also als Felderweiterungsgerät, also da, wo man mit dem Mähwerk drüber fährt, über den Feldrand hinaus, wird das nämlich dann auch plötzlich zum Feld. Und ich habe nämlich das Gefühl hier an der Stelle auch, obwohl ich da teilweise mit dem Helfer gefahren bin, dass er das gemacht hat. Hm, also ich bin mir da nicht ganz sicher, denn wenn man jetzt hier zum Beispiel in die Karte schaut, dann sind jetzt da unten auch zwei so Nasen. Das kommt mir komisch vor und hier oben diese Aussparung ist jetzt auch, glaube ich, vorher nicht gewesen. Also das heißt, das ist jetzt irgendwie Feld. Okay, also wie gesagt, wenn ihr eben ähnliche Erfahrungen gemacht habt und vor allen Dingen, ich weiß es jetzt nicht, ist es jetzt nur hier auf Neubartelshagen so oder ist es auch auf anderen Maps? Dann schreibt mir es doch einfach mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, welche Erfahrungen ihr hier gemacht habt. So,
wir gucken noch mal zum Drescher. Ja, bingo, passt. Jep, da sind wir ja genau rechtzeitig gekommen. Der Drescher ist voll und wir können abtanken. Jo, so sieht es also aus, das neue Feld vom Modder. Feld Nummer 17, genau, und das Wiese hier, das Grasfeld ist die 16. Und ihr seht es ja, früher war das hier ein gerades bzw. ganz normales quadratisches, fast quadratisches Feld. Hier wurde also auch ein bisschen was reingebaut, das Feld ist jetzt auch anders gestaltet. Und hier wurde ja eine neue Produktion hinzugefügt, nämlich die Molkerei. Okay, also wie gesagt, der Teil hier ist alles neu und das fällt hier eben auch. So, der Drescher fährt wieder weiter und wir können, mal ganz kurz gucken, 74%, der kann also auf jeden Fall noch einmal beladen werden. Und wir machen hier weiter mit dem Ballenwickel. Und ich werde jetzt hier noch die beiden Aufträge fertig machen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir auf unserem eigenen Grasfeld dann mähen. Und ich denke doch auf jeden Fall dieses Feld dann auch ein bisschen bearbeite, neu einteile. Und an der Stelle wieder mal vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung, auch an die neuen Abonnenten. Ich sage Dankeschön und freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ich sage für die heutige Folge vielen Dank fürs Zusehen und wie immer an der Stelle ein Tschüss, Ciao, Cheerio, bis zum nächsten Mal, euer Badenfarmer.